Mit überschaubaren Mieten die Welt retten? Wie kriegen die Schweden das denn wieder hin? Wir haben es geklärt. Wir machen uns auf die Suche nach Antworten und fragen einen, der es wissen muss. Der Schwede Martin Andersson wohnt mit seiner Familie in Göteborg und kennt das schwedische All-Inclusive-Mietmodell aus erster Hand. Die Miete hier in Schweden ist eine Pauschale. Man zahlt jeden Monat den gleichen Betrag. Das Einzige, das noch dazukommt, sind die Stromkosten. Der Rest ist mit drin. Wer in Schweden eine Wohnung mietet, der verhandelt den Preis der Miete nicht direkt mit dem Vermieter, sondern das macht der Mieterbund für einen. Also die Miete ist dann schon fix. Und als Mieter entscheidest du nur noch, passt der Preis für mich, ja oder nein. Wer in Schweden zur Miete wohnt, hat's gut, denn der Mieterverbund verhandelt vorab faire Warmmieten. Somit bekommen Vermieter nur eine fixe monatliche Pauschale. Falls es trotzdem zu Heizkostennachzahlungen kommt, müssen die Vermieter diese selbst zahlen. Das ist vom Staat so festgelegt. Aber können Mieter so viel heizen, wie sie wollen? Oder auch im Sommer die Heizung volle Pulle laufen lassen? Man kann auch im Sommer die Heizung aufdrehen. Allerdings wird es nicht viel bringen. Selbst wenn man den Regler auf Maximum stellt, bleibt der Heizkörper kalt. Es nützt nichts. Denn der Vermieter hat die Kontrolle über die Raumtemperatur. Aha, es gibt also doch einen Haken. Aber frieren müssen schwedische Mieter trotzdem nicht. Es gibt eine Mindesttemperatur. Diese ist per Gesetz festgelegt. Vermieter oder Hausbesitzer sind dazu verpflichtet, für eine Temperatur von mehr als 20 Grad in den Wohnungen zu sorgen. Egal wie kalt es im Winter wird oder wie stark die Heizkosten steigen, 20 Grad sind mindestens garantiert. Auch bei Martin Andersson. Mit dem Warmmiete-Konzept sparen sich die Mieter Geld für eventuelle Nachzahlungen. Denn die zahlt der Vermieter. Doch ist das Schwedenmodell wirklich auch bei uns nachahmenswert? In Berlin am Energiewendelabor Agora treffen wir Georg Thomassen. Für den Energieberater gilt das Warmmietenprinzip als Vorreiter. Denn für hohe Heizkostenabrechnungen können die Mieter oft am wenigsten. Der Mieter kann die Heizkostenrechnung nur dadurch senken, indem er weniger heizt. Das System ist insofern nicht gerecht, weil aktuell trägt der Mieter die Heizkosten und die Vermieter sind aber diejenigen, die den höchsten Einfluss darauf haben, eben durch zusätzliche Dämmung oder den Austausch einer Heizung. Denn oft treiben schlechte Isolation oder veraltete Heizanlagen die Nebenkosten in die Höhe. Das Problem, da die Vermieter nicht davon betroffen sind, ist ihr Interesse an klimaeffizienten Sanierungen oft gering. Ärgerlich und teuer für die Mieter. Hinzu kommt: Schlecht gedämmte Wohnungen, die mit Öl und Gas beheizt werden, stoßen besonders viel CO2 aus. Und der Klimawandel betrifft uns alle. Dabei heißt die Devise CO2 einsparen. Auch da hat Schweden die Nase vorn, mit Hilfe der CO2-Steuer. Doch wie hängt die mit dem Mietpreis zusammen? Beim Verkauf von Brenn- und Treibstoffen fällt eine CO2-Steuerabgabe an. Die Steuer gibt es bereits seit 1991. Anfangs beträgt sie 24 Euro je Tonne CO2. Doch sie wird jedes Jahr erhöht. Derzeit liegt die Steuer bei umgerechnet 115 Euro pro Tonne. Kein Wunder, dass Ölheizungen in Schweden längst der Vergangenheit angehören. Die schwedischen Vermieter sind quasi gezwungen, ihre Wohnungen und Häuser zu modernisieren, damit sie nicht die hohe CO2-Steuer zahlen. Heißt, sie dämmen die Häuser und investieren in klimaneutrale Heizungen. Das Warmmietenmodell führt dann dazu, dass die Vermieter einen Anreiz haben, auf klimaneutrale Heizungen umzustellen, zum Beispiel auf Wärmepumpen oder auf Fernwärme. Der entscheidende Vorteil? Schweden setzt seit Jahrzehnten auf den Ausbau von klimaneutralen Wärmekraftwerken.
Heute verfügen fast alle Städte über Fernwärme, um Wohnhäuser zu heizen und die Industrie mit heißem Wasser oder Dampf zu versorgen. Zusammen mit der Warmmiete und der CO2-Steuer hat es Schweden in den letzten 20 Jahren geschafft, die CO2-Emissionen bei der Gebäudeheizung von 3,1 Millionen Tonnen CO2 auf 0,2 Millionen Tonnen zu reduzieren. Deutschland hängt danach. Seit 2018 liegen die Emissionen der Wohnungen jährlich bei etwa 117 Millionen Tonnen CO2. Ob die CO2-Steuer auch bei uns hilft, Mietpreise und Emissionen zu senken? Seit Januar 2021 wird ein CO2-Preis auf Heizöl, Erdgas und Benzin erhoben. Aktuell liegt der bei 25 Euro pro Tonne CO2. Es ist ein guter Start, dass wir erstmal einen CO2-Preis haben. Der muss natürlich in den nächsten Jahren deutlich steigen, damit er ein Level erreicht, wo er wirklich einen Unterschied macht, sodass die Leute umsteigen auf klimaneutrale Technologien. Fazit: Musterland Schweden hat es mal wieder vorgemacht und gezeigt, wie man Emissionen sparen kann und gleichzeitig die Nebenkostenabrechnung endlich gerecht verteilt. Jetzt müssen wir nur noch nachziehen.